Guten Morgen! Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Traumreise. Für manche ist dieser Traum gar nicht mehr so weit weg, für manche noch ein ganz schönes Stück. Stell dir vor, es ist dein 75. Geburtstag. Keine Ahnung, wie du das feierst, vielleicht so wie auf dem nächsten Slide, ja, da siehst du vielleicht aus und denkst, ach du liebe Zeit, ja, 75, nicht schön, das, vielleicht kann ich die Zahlen wenigstens umdrehen und merkst so, 57 ist auch nicht so richtig geil, ja. Sorry an alle 57-Jährigen. Genau, vielleicht geht es dir aber auch so, vielleicht geht es dir auch so wie auf dem nächsten Bild. Vielleicht sagst du, ey, ich glaube mit 75, da sehe ich immer noch aus wie 29 und meine ganzen Freunde auch, ja. Also ich stelle mir das richtig wie eine coole Party vor. Vielleicht siehst du aber auch schon aus wie die Frau auf dem nächsten Slide. Nach so lange merkt mir fallen die Zähne aus und. Ja, genau. Ich habe mich gefragt, wie das wohl an meinem 75. Geburtstag so ist. Ja, und ich habe mich auch gefragt, wie würde ich aussehen an dem Tag? Seht ihr vielleicht auch auf dem nächsten Bild, ja? Also ich werde mich drastisch verändern, habe ich gemerkt, ja? Und wenn ich 10 Jahre später dann meinen 85. feier, dann lade ich den Tommy ein, der dann auch 75 ist. Ich würde sagen, der hat sich irgendwie, wenn ihr das seht, ein bisschen besser gehalten, ja? Ich weiß auch nicht warum, aber ja. Also wie auch immer, ich lade dich ein, versetz dich in diese Situation rein. Hoffentlich ist es eine schöne Vorstellung für dich und ich weiß ja nicht, was du dann hast. Vielleicht sitzt du in einer schönen Villa in der Toskana oder auf Mallorca oder ich weiß nicht, wo bei dir die schöne Villa steht. Und du siehst so, da ist es schon leicht, die Dämmerung kommt, ja, überall sind so Lichter. Und du hast das beste Essen, das du dir vorstellen kannst. Ja? Also dein Lieblingsrestaurant catert an dem Tag. Ja? Das, was du dir vielleicht nie leisten könntest, wo du immer schon mal hin wolltest, die machen das Catering. Und dann kommt so ein Moment, da kommt jemand auf die Bühne, nimmt das Mikro in die Hand und du merkst, dass eine ganze Reihe von Menschen sich nebendran stellen, in so einer Riesenschlange. Und die erste Person fängt an, hey Regina, ich möchte dir Danke sagen für. Hey Joshua, ich möchte dir Danke sagen für. Hey Benny, ich möchte dir Danke sagen für. Was sollen Leute an deinem 75. Geburtstag sagen? Wofür sollen die sich in die Schlange stellen und dir Danke sagen? Und jetzt mal abgesehen von all dem, was, also ich weiß, wenn du Kinder hast, du wirst gut mit denen umgehen, du wirst deine Enkel dich gut um die kümmern, um deinen Ehepartner, du wirst deinen Job gut machen und all das. Ja, aber mal alles so außerhalb von dem, was wir, ich sag mal so, was so Familie ist und was wir so zum Leben brauchen. Ja? Für was sollen Leute sich in eine Schlange stellen und dir Danke sagen an deinem 75. Geburtstag? Wofür sollen sie am, wenn du es vielleicht ein bisschen martialischer magst, wofür sollen sie am Ende deines Lebens, hoffentlich nicht mit 75, aber irgendwann dann, ja? Wofür sollen sie da stehen und dir Danke sagen? Es gibt ein paar Sachen, die sind an dieser Frage ziemlich blöde. Ja, vielleicht magst du dir im Moment oder kannst du es dir gar nicht vorstellen, so alt zu sein. Wir müssen jetzt gemeinsam durch, mir fällt das auch schwer, ja? Vielleicht sagst du auch, ich bin viel zu durchschnittlich. Ja, ich kann nichts, ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand, ich bin so unbedeutend, ich weiß nicht, ob irgendjemand jemals mir jemand Danke sagen wird für irgendwas, was ich mal geleistet habe. Aber das Blödeste an dieser Frage für mich ist zumindest, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wer am Ende deines Lebens da steht, an deinem 75. Geburtstag meinetwegen, und dir Danke sagt für das, was du in dessen Leben bewegt hast. Und selbst wenn du dich nur ein kleines Stück in diese Richtung bewegst, so ein Leben zu leben, dann merkst du, das wird mich was kosten. Es wird mich wahrscheinlich einen Teil meiner Zeit kosten. Es wird mich wahrscheinlich einen Teil meines Geldes kosten. Es wird mich wahrscheinlich einige Dinge kosten, die ich eigentlich gern machen würde in meinem Leben, aber die schaffe ich nicht. Weil ich mich für dieses Leben entschieden habe, das einen Unterschied macht. Wir merken, dass so ein Leben uns einen Teil Leben kosten kann. Und das Problem ist, wir sehen das auf der nächsten Folie, wir sind von Natur aus Lebensbewahrer. Ja, wir sind Leute mit so einem Rettungsring eigentlich, also manchmal auch physisch, aber genau, wir sind Menschen, die eigentlich, ja, Björn hat es verstanden, ne? Rettungsring und so, naja, das kommt irgendwann im Alter, ja, wir reden mal drüber irgendwann später. Genau, Corona-Rettungsring, ja. Aber wir sind Leute, die eigentlich auf unser Leben aufpassen. Ich bin so ein Lebensbewahrer, ja, also ich habe einen Sicherheitsgurt im Auto und nach 50 Metern lege ich den auch an, wenn es anfängt zu piepen und meine Kinder sagen, ey Papa, schnall dich mal an, ja. Ey, ich bin versichert. Ich glaube, ich habe ein Airbag in meinem Auto, ja. Ich bin jemand, ich möchte eigentlich gucken, dass mein Geld bei mir bleibt. Ich möchte gucken, dass meine Zeit, Hauptsache, dass ich damit gut klarkomme. Mir fällt das schwer, davon was abzugeben. Wir sind von Natur aus Lebensbewahrer und das hält uns manchmal davon ab, ein Leben zu leben,
für das am Ende unseres Lebens Menschen aufstehen in der Reihe und sagen, ey, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass du das gemacht hast. Ja, das ist ein Konflikt, in dem wir stehen. Und ich glaube, als Kirche geht uns das ganz ähnlich. Wenn wir als ICF irgendwann mal 75 werden und der Björn dann 95 ist, ne? Ja, also ungefähr, ja. Stell dir mal diese Situation vor. Wofür sollen Menschen uns in dieser Region Danke sagen? Wofür stehen die dann auf und sagen, ey, danke, dass es euch gibt? Und wir merken, wenn wir als Kirche so leben wollen, dass wir Antworten haben auf die Fragen der Menschen, wenn wir als Kirche so leben wollen, dass wir einen Unterschied machen im Leben der Menschen um uns herum, dann wird uns das auch etwas kosten. Hey, ich darf das vielleicht mal hier so sagen, ich als Darmstädter Pastor, wir profitieren mega von euch Frankfurtern. Ja, hier gibt es so viele, stellvertretend, sage ich mal ein paar, die an der Technik sind hier im Moment, der Björn, die so viel in uns investieren in Darmstadt. Ihr lebt nicht so, dass ihr nur für euch selbst seid. Ihr dürft mal einen fetten Applaus geben für Frankfurt. Ich finde das richtig, richtig geil. Ja, wir wären in Darmstadt. Und ich glaube, die Wetzlarer würden das genauso sagen. Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir euch Frankfurter nicht hätten. Danke, dass ihr nicht für euch selber lebt, sondern danke, dass ihr einen Unterschied macht in unserer Region. Das ist richtig geil. Ja? Aber wozu sollen Leute aufstehen und uns als Kirche Danke sagen? Welchen Einfluss haben wir eigentlich? Welche Bedeutung hat das eigentlich? Und wir werden das heute anschauen. Ja? Tommy wird uns gleich mit reinnehmen in die Frage, was Relevanz eigentlich ist. Und wir werden darüber nachdenken, wie wir mit diesem Lebensbewahrerproblem umgehen können. Ja? Was machen wir denn eigentlich, wenn wir eigentlich manchmal auch Schwierigkeiten haben, sozusagen, oh, ich will jetzt gerade gar nicht all in gehen. Was sagt Jesus eigentlich dazu? Und wie können wir persönlich und als Kirche relevant leben? Aber jetzt kommt Tommy. Was ist eigentlich Relevanz, Tommy? Genau, was ist eigentlich relevant? Es ist ein bekanntes Wort, mittlerweile auch so ein Trendwort geworden. Und ich denke, viele Menschen verstehen unter Relevanz etwas Wichtiges. Etwas, was erheblich ist, eine besondere Bedeutung hat. Und das ist absolut auch richtig. Aber, es gibt ein Aber. Aber die Tatsache allein, dass etwas wichtig ist, bedeutet nicht gleich, dass es auch relevant ist. Relevanz drückt viel mehr aus, als dass es nur wichtig ist. Wir haben euch mal ein Schaubild mitgebracht. Zum einen haben wir, was du sagen möchtest. Zum anderen, was die anderen interessiert. Und der Schnittpunkt dieser beiden Bereichen, das ist Relevanz. Relevanz ist, wenn das, was du sagen möchtest und das, was den anderen Menschen so interessiert, zusammenkommt. Bei der Kirche kommt nur eine dritte Kugel dazu. Was die Bibel sagt, in der Bibel werden unterschiedliche Themen erwähnt, unterschiedliche Lebensereignisse werden da geschildert. Dann haben wir, was die Besucher persönlich bewegt. Jeder einzelne von euch hat seine Geschichte, seine Fragen und dann noch, worüber in der Gesellschaft gesprochen wird. Und der Schnittpunkt dieser Bereiche, das ist relevant. Also Relevanz bezieht sich immer auf den Austausch von Informationen zwischen diesen Bereichen. Ein Thema oder Information ist erst dann relevant, wenn es zu einer Übereinstimmung zwischen diesen Bereichen kommt. Das ist relevant. Und ich kann euch mal ein Beispiel geben. Wenn ich heute von meinem Stuhlgang erzählen würde, würde es niemanden interessieren. Ihr würdet abschalten, nicht zuhören, ihr würdet euch ekeln. Es würde nicht zu einer Übereinstimmung kommen. Es sei denn, manchen interessiert Fäkalien, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ein gutes Beispiel, was Relevanz ist, ist die Geschichte von König Salomo. Und letzte Woche hat uns der Fabi schon da mit reingenommen und ich finde diese Geschichte wirklich schön. König Salomo war sehr bekannt für seine Weisheit und seine Sprüche. Und zu seiner Zeit gab es auch die Nachbarkönigin, die Königin Saba. Und die Königin Saba wollte ihn besuchen und sich von seiner Weisheit überzeugen lassen. Und als sie da war, lesen wir Folgendes. Moment, ich hab's gleich. Genau. Als sie zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf dem Herzen hatte.
Und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Es war dem König nichts verborgen, dass er es ihr hätte nicht erklären können. Die Königin sah, aber sie kam und wollte im wahrsten Sinne des Wortes wirklich den König Salomo auf den Grund gehen. Sie kam mit Fragen. In der Bibel lesen wir sogar, dass sie mit schwierigen Rätseln kam, um ihn zu testen. Sie wollte unbedingt sich von seiner Weisheit überzeugen lassen und hat ihn mit Fragen bombardiert. Fragen, die sie auf dem Herzen hat. Und wir lesen, das finde ich so krass, dass er alle Fragen beantworten konnte. Wir wissen nicht, worüber die gesprochen haben, aber wir lesen, dass König Salomo alle Fragen beantworten konnte. Das, was er gesagt hat und das, was die Königin interessiert hat, sind zusammengekommen. Das ist Relevanz. Wenn es um Relevanz geht, dann müssen wir eines verstehen. Relevanz ruht sich nicht auf die Tatsache der Bedeutsamkeit aus, sondern versucht zu kommunizieren und Einfluss zu nehmen. Ich wiederhole es nochmal. Relevanz versucht sich nicht auf die Tatsache der Bedeutsamkeit auszuruhen. Es geht einen Schritt weiter. Sie versucht zu kommunizieren und Einfluss zu nehmen. Der Wert der Relevanz ist uns als Kirche von großer Bedeutung. Und wir definieren Relevanz wie folgt: am Puls der Zeit. Einer der Gründe, warum ich mich für ICF entschieden habe, lag darin, dass ich die Kirche ICF als eine Gemeinde kennengelernt habe, die darin, ja wirklich, die haben darum bestreben, eine verständliche Sprache zu sprechen, am Puls der Zeit zu sein. Und wir haben auch einen Gott, der immer am Puls der Zeit ist, weil er immer bei den Menschen ist. Als Jesus auf der Erde war, hat er über Themen gesprochen, die zeitgemäß waren. Ein bekannter Prediger namens T.D. Jakes hat mal gesagt, wenn Jesus heute hier würde, also sein würde, würde er wahrscheinlich Filme machen. Fand ich interessant. Wir haben einen Gott, der am Puls der Zeit ist. Aber bei der Definition geht es weiter. Da heißt es, wir suchen relevante Lösungen, zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deshalb fragen wir uns immer wieder, wie Kirche sein muss, damit sie Menschen anzieht. Darf ich hier was sagen? Weil die Bibel wichtig ist, macht es die Kirche noch lange nicht relevant. Ich habe letztens in einem Buch mal kurz mal reingeschaut, so reingeschnuppert, mit dem Buchtitel Glaube ja, Kirche nein, warum Kirche sich verändern muss. Das Buch wurde von Julian Sengelmann geschrieben. Das ist ein bekannter Moderator und auch Theologe, der gerade vor allem in der Landeskirche viel aktiv ist. Und er sprach unter anderem in seinem Buch von der Exklusivität der Kirche, die unbedingt weggenommen werden muss. Exklusivität im Sinne von, ja, es wirkt so ein bisschen befremdlich. Er sagt, dass die Kirche exklusiv geworden ist und eigentlich damit das Gegenteil dessen, was sie eigentlich sein könnte, sollte und möchte. Und das fand ich interessant, gerade im Hinblick, worüber wir heute sprechen. Gerade deswegen ist der Wert der Relevanz von großer Bedeutung. Weil Relevanz wirkt entgegen diese Exklusivität. Versucht diese Exklusivität wegzunehmen. Relevanz bemüht sich darum, um Transparenz und Begegnungen. Relevanz sucht nach Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Relevanz ist reflektierend, um letztendlich Einfluss zu nehmen. Das ist Relevanz. Aber was hat das jetzt Ganze jetzt mit dir und mit mir zu tun? Und wie kann die Kirche da praktisch sein? Da nimmt uns mal der Tilmer mit rein. Nehmen wir mal an, die ganze Sache mit Gott stimmt wirklich. Ja, also kannst du dich einlassen auf dieses Gedankenexperiment? Und nehmen wir mal an, es gibt wirklich diesen einen Moment, ja, wo sich so deine Beziehung mit Gott klärt, wo du, wir nennen das so, fromm gerettet wirst und all das zwischen Gott und dir wirklich in Ordnung ist. Hast du dich mal gefragt, warum Gott dich nicht genau zu diesem Zeitpunkt dann schon in den Himmel geholt hat? Manche muss er noch ein bisschen verändern vorher, Björn, ne? Aber ja, aber jetzt mal bei euch anderen, ja? Warum? Ich glaube, dass Gott noch was mit dir vorhat,
Paulus schreibt es in Epheser 2. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Du bist noch hier, weil Gott mit deinem Leben etwas vorhat. Und wir als Kirche sind noch hier, weil Gott mit uns noch etwas vorhat. Und ich möchte euch nochmal zurücknehmen an den Anfang der Predigt zu diesem Gedanken, wofür sollen Menschen, wenn du 75 bist, aufstehen und dir Danke sagen? Denn dieses relevant Leben, ja, eine Bedeutung zu haben im Leben von anderen Menschen, das kostet uns immer etwas. Es kostet uns immer wahrscheinlich Zeit, vielleicht Geld, vielleicht verpasste Chancen. Wir sind von Natur aus Lebensbewahrer. Was sagt Jesus eigentlich dazu und wie können wir das überwinden? Jesus sagt das ziemlich oft eigentlich, wenn man sich seine Messages so anguckt. Wenn man das auf den Kern zusammendampfen würde, würde man sagen, ey, du bist nicht geschaffen, um nur für dich selbst zu leben. In Markus 8 sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Jesus sagt im Endeffekt, wer nur für sich selbst lebt, der wird an seinem 75. Geburtstag nur sich selbst haben, um das anderen vorzuzeigen. Nichts anderes wird mehr übrig bleiben. Ja, der Wert des Lebens, wenn wir nur für uns selber leben, ist nur bei uns. Relevant leben, ja, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, heißt manchmal zu dem, was ich jetzt selber will, Nein zu sagen und zu sagen, ja, ich möchte Bedeutung haben. Und Bedeutung ist immer gerade da zu finden, Relevanz ist immer gerade da zu finden, auf der anderen Seite von meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen. Und ich glaube auch, dass es uns als Kirche so geht. Bedeutung, Relevanz als Kirche ist immer da zu finden, wo es nicht nur um uns geht. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht, die mir damals, als ich sie gelesen habe, ganz, ganz arg gezeigt haben, was es bedeutet, relevant zu leben. Möchte ich von Jamie erzählen. Jamie war eine 23-jährige Amerikanerin, die hatte 2000 Dollar, ist nach Tansania geflogen und hat gesagt, ich bleibe so lange mit dem Geld hier, wie es reicht. Und als sie dort war, war sie bewegt von der Not, die ihr dort begegnet ist. Und sie fing dann an zu beten, dass sie im Leben von einer Person einen radikalen Unterschied machen kann. Und nach ein paar Wochen traf sie ein 8 Jahre altes Mädchen, das ein Baby auf dem Rücken trug. Und dieser kleine Junge, Junior hieß der, der war total unterernährt und irgendwann hat sie erfahren, dass die Mutter dieses Jungen, das war die Schwester, die ihn rumgetragen hat, die Mutter dieses Jungen war an AIDS erkrankt und lag mehr oder weniger fast im Sterben. Und Jamie fing an, für dieses Kind Essen zu kaufen und sie fing an, sich in dieses Kind zu verlieben. Und sie hat sich gerade gefragt, ob sie nicht total verrückt ist, ja, weil sie hat irgendwann überlegt, dieses Kind zu adoptieren. Sie dachte, ey, ich bin bescheuert, ich bin 24 Jahre alt jetzt, wie soll ich als alleinstehende weiße Amerikanerin ein Baby adoptieren? Nebenbei ist das in Tansania auch noch verboten. Sie bekam nach 6 Monaten zumindest eine Aufenthaltserlaubnis in Tansania. Und bevor Juniors Mutter an AIDS starb, kam sie zu Jamie und sagte zu ihr, ich habe gehört, wie du dich um meinen Sohn kümmerst. Und ich habe noch nie so eine Liebe erlebt. Ich möchte gerettet werden. Und kurz bevor sie starb, sagte sie, ich weiß, dass mein Sohn gut aufgehoben sein wird und dass ich ihn eines Tages im Himmel wiedersehen werde. Jamie hat sich dann weitere 6 Monate lang durch den Adoptionsprozess gekämpft und weitere 5 Monate, um ein Visum für Amerika für Junior zu bekommen. Als sie schließlich wieder zu Hause war, waren 1,5 Jahre vergangen. Junior ist mittlerweile erwachsen, ich habe ihn letztens auf dem Foto gesehen, er ist total gesund und HIV-negativ. Ja? Durch einen besonderen Umstand bei der Geburt ist es so gekommen, dass er sich nicht infiziert hat. Jamie ist mittlerweile verheiratet, hat 2 weitere Kinder bekommen mit ihrem Mann und ist seit einiger Zeit mit ihrer ganzen Family wieder als Bibelübersetzerin in Tansania. Jamie hat sich gefragt, wie kann ich ein Leben leben, das Relevanz hat? Zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, von einer Kirche, Cornerstone Community Church. Die haben, als sie gegründet wurden, 4% ihres Budgets rausgegeben an andere Leute, an andere Kirchen. Und sie haben das irgendwann aufgestockt auf 50%. Weil sie irgendwie gesagt haben, ey, wir glauben, dass unser Auftrag ist es als Kirche, unseren Nächsten zu lieben, so wie uns selbst. Deswegen möchten wir die Hälfte von unseres Budgets rausgeben. Und sie haben dann irgendwann angefangen, Amerikaner denken da ja manchmal ein bisschen größer, haben irgendwann angefangen, Millionen von Dollar zu sammeln für ein neues Gebäude und haben das mit ihren Architekten geplant und es war super mit Klimaanlage und allen möglichen Pipapo. Und irgendwann haben sie gemerkt, ey, ich glaube, Gott legt uns was ganz anderes aufs Herz. Und dann haben sie statt dieses Multimillionen-Dollar-Gebäudes ein Amphitheater gebaut, das
einen Bruchteil davon gekostet hat. Und der Pastor Francis Chan, der hat dann geschrieben, ey, wenn wir jetzt, ich glaube, es wird manchmal Tage geben, an denen es ein bisschen unangenehm ist, ja, an denen es vielleicht zu heiß ist oder an denen wir vielleicht ein bisschen frieren. Aber in den Momenten werden wir dankbar sein, dass irgendjemand anderes deswegen eine Decke hat, ja, weil wir die Kohle rausgegeben haben. Wie können wir relevant leben als Kirche? Tommy nimmt uns gleich mit rein, was das bedeutet, persönlich relevant zu leben. Aber ich möchte mit euch nochmal drei Punkte angucken, was es bedeutet, als Kirche relevant zu leben. Wir sehen mal ein Bild von etwas, das vielen Leuten sofort in den Sinn kommt, wenn sie an Kirche denken. Das ist eine Orgel. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber eine Orgel war mal so richtig am Puls der Zeit. Tatsächlich war das auch kein Instrument, das für die Kirche erfunden worden ist, sondern es war eigentlich so das erste Dolby Surround System, das so in Konzertsälen und so aufgebaut worden ist. Ja? Und tatsächlich haben die Kirchenleute das Ding am Anfang gehasst. Ja? Es gibt so eine Geschichte, dass als die erste Orgel von Amerika nach Europa verschifft wurde, ein so ein Kirchenfürst gesagt hat, ey, bitte versenkt das Ding irgendwo auf dem Meer, ja? Weil ich will das nicht in meiner Kirche haben. Viele Jahrhunderte später ist so eine Orgel nicht mehr relevant. Das Zweite, an das Menschen oft denken, wenn sie an Kirche denken, sind große, wunderbare, schöne Gebäude. Heute würden wir sagen, ja, das ist nett, aber es ist eigentlich nicht mehr relevant. Damals hat man gesagt, ey, Könige wohnen in Palästen, wir wollen für unseren Gott und wir wollen seine Herrlichkeit auch mit wunderschönen Gebäuden widerspiegeln. Das Dritte, an was Leute denken, wenn sie an Kirche denken, sind Gesangbücher. Ja, heute denkt man auch, hätte jetzt hier vorne der Björn jetzt Gesangbücher ausgeteilt, hätte man gedacht, weiß nicht, also ICF müsste mal überlegen, ob das noch so dran ist. Ja. Aber damals war das so richtig angesagt. Ja. Das war voll der Hammer, ja, dass man so ein Buch mit nach Hause nehmen konnte und zu Hause singen konnte. Mittlerweile sind diese drei Sachen nicht mehr am Puls der Zeit. Und ich glaube, für uns als Kirche ist es immer wieder dran, dass wir uns hinterfragen, ey, wie muss die Botschaft sein, wie muss die Botschaft rübergebracht werden, wie müssen unsere Gebäude aussehen, aus welchen Medien singen wir, wie ist unsere Musik, damit sie Menschen in diese Kultur anzieht und damit sie Menschen anspricht. Und selbst wenn vielleicht die Generation über uns damals eine Kirche so gegründet hat und das damals voll der Hammer war und am Puls der Zeit ist, kann es sein, dass wir es in der Folgegeneration anders machen müssen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder hinterfragen in Bezug auf Kultur. Nur weil unsere Vorgeneration die Musik so gespielt hat, endlich mal ein Beamer hatte oder was weiß ich was, heißt das nicht, dass wir diese Fragen ein für alle Mal genauso beantworten. Ich kann dir deswegen nicht garantieren, dass es nächste Woche hier im ICF noch genauso aussieht wie diese Woche. Ja? Das ist für dich vielleicht traurig, wenn es dir heute gefällt. Wenn es dir heute nicht so gut gefällt, freust du dich vielleicht. Ja? Aber ich glaube, wir dürfen uns immer wieder hinterfragen, wie wir die Sachen rüberbringen und wir dürfen uns immer wieder hinterfragen, warum wir tun, was wir tun. Dietrich Bonhoeffer hat mal einen krassen Satz gesagt, er hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. In dem Moment, wo eine Kirche anfängt, sich nur noch um sich selbst zu drehen, nur noch zu sagen, ey, es geht ja hauptsächlich darum, dass wir uns wohlfühlen, dass wir einander kennenlernen, ist alles wichtig, ja, ist schön, wenn wir uns wohlfühlen sonntags, ist schön, wenn wir uns besser kennenlernen. Aber wenn das der Selbstzweck ist, warum Kirche da ist, dann hört sie eigentlich auf, die Mission zu leben, für die Jesus sie geschaffen hat. Was bedeutet es, persönlich relevant zu sein? Da nimmt Tommy uns jetzt mit rein. Vorhin habe ich kurz mal die Begegnung zwischen Königin Saba und dem König Salomo skizziert. Und ihr müsst wissen, zu der damaligen Zeit war der König Salomo sehr relevant für die Gesellschaft, für die damalige Kultur auch und auch für die Menschen. Er war sehr relevant. Und vielleicht denkst du, ja, weil er ein König war, hatte er so einen krassen Ruf und war dementsprechend auch relevant. Vielleicht denkst du auch, dass die Essenz seiner Relevanz daran angeknüpft war, welche Ressourcen er hatte. Aber dem war überhaupt nicht so. Der Grund seiner Relevanz hatte einen ganz anderen Ursprung. Schon einige Jahre vorher hatte er schon so einen Grundstein gelegt und ein Statement gesetzt. Und das lesen wir im 1. Könige 3,9. Da heißt es, darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst so ein riesiges Volk gerecht regieren? Eine bekannte Bibelstelle. Und ich finde diese Stelle so toll, als König Salomo die Möglichkeit hatte, alles in der Welt zu haben. Gott hat ihm diese Möglichkeit gegeben, einen Wunsch zu äußern.
Und als er diese Chance hatte, alles in der Welt zu haben, bat er Gott um Weisheit. Er bat Gott um ein hörendes Herz, damit er gut leiten kann und richtige Entscheidungen im Leben treffen kann. Der König Salomo hat gecheckt, dass Relevanz nichts mit Reichtum, Macht oder dem Kontostand zu tun hat, sondern mit seinem Charakter und seiner Beziehung zu Gott. Er erkannte, dass das ausschlaggebend ist. Auch der damalige Präsident Theodore Roosevelt hat mal gesagt, "People don't care how much you know, until they know how much you care." Den Menschen ist eigentlich egal, wie viel du weißt, bis sie merken, dass du ihnen nicht egal bist. Bis sie merken, dass du dich um sie kümmerst. Relevanz hat nichts mit Ressourcen zu tun, sondern mit deinem Charakter und deiner Beziehung zu Gott. Und ich möchte uns als Kirche so richtig ermutigen und auch daran erinnern, lasst uns nah am Gottes Herzen sein. Durch Gottes Nähe wird dein Herz wirklich positiv beeinflusst. Hat eine positive Auswirkung auf dein Herz. Man kann das Ganze mit einem schönen Abend an einem Lagerfeuer vergleichen. Und wenn du Zeit am Lagerfeuer verbringst, ja, wirst du erwärmt, du wirst erhellt. Oft kommt es zu einer Veränderung der Atmosphäre. Es ist schön und angenehm. Ihr wisst, wovon ich rede. Und Gottes Nähe ist viel mehr als das. Gottes Nähe ist bildlich gesprochen wie eine Kerze, die Herzen in Flammen setzt. Der Grund, warum König Salomo so relevant war für die damalige Gesellschaft, lag darin, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Und heute haben wir die Möglichkeit, jederzeit Gottes Nähe erleben zu dürfen. Durch das Lesen der Bibel, durch Lobpreis, durch Gebet und vor allem, finde ich, auch durch Gemeinschaft. Gerade in der Corona-Zeit ist das sehr umkämpft und viele Menschen sehnen sich danach. Aber Jesus sagt nicht umsonst, da wo 2, 3 sich in meinem Namen treffen, da bin ich. Ich glaube, gerade auch in der Gemeinschaft können wir Gottes Nähe erleben. Gottes Nähe bringt unser Herz zum Entfachen. Und ein Herz, das entfacht ist, das ist Liebe. Und Liebe ist das einzig Relevante. Liebe ist eine natürliche Auswirkung, wenn man eine Beziehung zu Gott hat. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir das Herz von Jesus Christus reflektieren. Eine Liebe, die so relevant ist für dich, für mich, für deine Mitmenschen und für die Gesellschaft. Martin Luther King zum Beispiel ist sehr bekannt. Bekannt für seinen Einsatz für die Gleichberechtigung. Er war so relevant und ist es immer noch. Und wisst ihr was? Auch er war Christ und hatte eine Beziehung zu Gott. Und er verstand die Botschaft von der Liebe Gottes nicht nur als eine Gabe, sondern auch als eine Aufgabe. In seiner berühmten Rede, I Have a Dream, hat er Folgendes gesagt. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Der Grund, warum Martin Luther King so eine relevante Hoffnung in unserer Gesellschaft gebracht hat, lag darin, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Und ich möchte jetzt mal zum Schluss betonen, warum dieser Wert Relevanz von großer Bedeutung ist. Weil jeder einzelne von euch hier vor Ort im Livestream, alle Menschen, jeder einzelne ist relevant. Jeder Mensch hat eine Würde. Egal woher er kommt, was er gemacht hat. Jeder hat eine Würde und jeder ist relevant. Und du bist für Jesus Christus so relevant, dass er sein Leben für dich gab. Du warst ihm nicht egal. Er hat alles für dich aufgegeben. Und sein Ziel war und ist die Beziehung mit dir. Und gerade in dieser Beziehung wird unsere Relevanz richtig zum Aufblühen kommen. Ideen entstehen, Gedanken, Kreativität. Daraus kann was Großes entstehen. Und wirklich, wir haben ja die 4 Punkte, die wir euch immer jede Woche mal so erzählen. Und wisst ihr, wir haben Lichter, wir haben eine coole Band, die Technik. Und all das haben wir nur, um euch auf das schönste Bild hinzuweisen, nämlich auf das Kreuz.
Und ich wäre cool, wenn ihr jetzt mal alle mal aufstehen könnt und wir jetzt gemeinsam ins Lobpreis gehen können. Und ich möchte nochmal für die Menschen auch beten, die Jesus noch nicht so persönlich in ihrem Leben so aufgenommen haben. Du hast jetzt immer die Möglichkeit, jeden Tag, jede Zeit. Kannst auch später machen, auch für dich allein oder wenn du jemanden kennst, hey, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, dann geh zu ihm und nimm Jesus an. Er will mit dir in eine Beziehung kommen. Hey Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so viel in uns sieht, wie kein anderer. Danke dir, dass du alles aufgegeben hast, weil du siehst, dass wir relevant sind. Und ich bitte dich, auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie dein Herz kennenlernen. Ich bitte, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen in deiner Nähe. Und das wird uns dazu, ja, befähigen, relevant auch zu leben. Und ich bete, dass du heute, ja, uns das noch durch andere Begegnungen oder durch die Natur Gespräche es einfach nochmal deutlich machst. Bitte dich jetzt wirklich, dass du uns jetzt einfach nochmal im Lobpreis begleitest und uns auch Dinge aufzeigst, die du uns sagen möchtest. Amen.